Jo Freunde, ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um meine Kiefer-OP. Denn die ist jetzt alles andere als nicht präsent, denn in 2 Wochen ist meine nächste Kiefer-Operation. Und zwar die Double Jaw Surgery, wie man es auch immer nennen möchte. Ich habe eine Ober- und Unterkiefer-Operation, manche nennen es auch Bimax-OP. Und diese habe ich am 13.06., sprich in genau 2 Wochen. Wir haben heute den 29., also vielleicht 15 Tage, aber sind für mich 2 Wochen. Am 13.06. habe ich die OP. Und das Komische ist bei der ganzen Operation, dass mein behandelnder Chirurg mich erst 2 Tage vorher, sprich am 11.06., für die Operation beraten wird. Also sprich erst 2 Tage vor der eigentlichen OP, die mein komplettes Leben verändern wird, erst dann bekomme ich Bescheid, wie das Ganze ablaufen wird. Und ich bin jetzt ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen aufgeregt wegen der OP, weil es jetzt doch alles extrem kurzfristig war. Wir haben monatelang probiert, das alles zu planen, aber der Kontakt zum Chirurgen, bei dem ich bin, war etwas schwieriger, das alles herzustellen. Ich habe es irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen komisch, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass die Operation so verlaufen wird, wie sie verlaufen soll. Für alle, die mich noch nicht kennen und meinen Kiefer noch nicht kennen. Ich habe einen Unterbiss, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Ich habe damals einen Autounfall gehabt und seitdem habe ich quasi so einen schiefen Unterkiefer, kann man fast sagen, genau. Ich habe einen schiefen Unterkiefer und ich habe einen Unterbiss. Früher war das noch ein Kreuzbiss, mittlerweile ist es ein Unterbiss geworden. Ein Kreuzbiss, für die Menschen, die es nicht wissen, ist, wenn Oberkiefer und Unterkiefer so zubeißen. Bei dir da draußen, wenn du ein normaler Mensch bist, beißt der Unterkiefer so zu, dass der Oberkiefer vor dem Unterkiefer liegt. Und bei mir ist es eben nicht so. Bei mir ist es so eine Mischung aus Kreuz und Unterbiss, dass ich quasi ungefähr so zubeiße. Und dazu kommt, dass ich einen schiefen Unterkiefer habe und nur auf der rechten Seite zubeißen kann. Das Ganze wird jetzt bei der Operation in 2 Wochen behoben. Und ich werde in 2 Wochen, ungefähr ein bisschen länger, weil ich danach noch genesen muss, extrem lange. Die ganzen Folgen werde ich auch noch erläutern, was so eine Operation mit sich bringt. Ich kann dann in 2 Wochen nach der Operation zum ersten Mal nach 18 Jahren richtig lächeln, richtig essen, richtig kauen. Das wird ein komplettes, die Veränderung meines Lebens sein. Und die habe ich immer in 2 Wochen. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen, habe so ein komisches Bauchgefühl, was die Operation angeht, weil das so eine komplette Umstellung ist für mein tägliches Sein. Also ich freue mich darauf wirklich sehr und habe die ganzen Folgen schon beachtet. Was für eine Folge so eine Operation mit sich bringen kann, ist auch wirklich extrem. Beispielsweise sind mindestens bei der Ober- und Unterkieferoperation, wo beide Knochen hier an der Seite aufgeschnitten werden, oben und unten, und Oberkiefer nach hinten verzogen wird und Oberkiefer nach vorne verzogen wird, ungefähr um 0,5 Zentimeter, glaube ich. Oberkiefer einen halben nach vorne und dann einen halben nach hinten. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, wie mein behandelnder Chirurg das Ganze machen möchte. Auf jeden Fall ist es so in etwa geplant. Nehme ich zumindest an. Und bei so einer Operation darf man circa 6 bis 8 Wochen keine feste Nahrung zu sich nehmen. Und dann nach 6 bis 8 Wochen darf man anfangen, wieder leichte, weiche Kost zu sich zu nehmen. Des anderen gibt es auch einige Probleme, die mit so einer Operation mit sich kommen können. Es können Nerven beschädigt werden, dass man die Lippen nicht mehr spüren kann. Aber ich habe da irgendwie nicht so sehr Angst vor. Ich glaube, das kriegt mein Chirurg hin. Ich mache da auch mit zu den Besten in Berlin, habe ich zumindest so mitbekommen, was den Kreis von Menschen wie mir angeht, haben alle gesagt, dass mein Chirurg der Beste ist. Also gehe ich davon aus, dass das Ganze gut verlaufen wird und mache mir dementsprechend da auch keine Sorgen. Ich freue mich, wie gesagt, einfach nur auf das Ergebnis der OP, um endlich normal lächeln zu können und normal kauen zu können. Ich hatte ja vor einem halben Jahr schon eine GNE. Das für die meisten Menschen auch schon extrem schlimm. Ich hatte eine GNE und dazu habe ich auch extrem viele Videos gemacht, könnt ihr euch auch angucken. GNE ist eine Gaumennahterweiterung, wo der Oberkiefer breiter gemacht wird. Das wurde bei mir quasi vorher gemacht, dass mein Oberkiefer breiter gemacht wurde, um jetzt mit einem Oberkiefer, der auf den Unterkiefer passen würde, von der Größe, die finale Operation zu machen. Die finale Bimax-OP, die finale Double Jaw Surgery, die finale Doppel-Ober- und Unterkiefer-Operation, wie auch immer. Und genau, wie mein Oberkiefer vorher aussieht, wie er aktuell aussieht,
werde ich euch dann kurz vor der nächsten Operation einblenden. Also noch nicht jetzt, müsst ihr noch ein bisschen warten, weil ich möchte das Ganze so aneinander rein, so die Operation hier dokumentieren und mein Vorher und Nachher dokumentieren. Ansonsten habt ihr jetzt, glaube ich, so alle Infos bekommen. Ich war vor 2 Tagen Blut abnehmen. Für die Operation, das müssen die machen. Also alle, die von euch, die Angst vor Blut abnehmen haben, das ist das Mindeste, was ihr machen müsst, so 2 Wochen vor der OP. Die brauchen einfach eure Blutwerte, um den ganzen Narkosekram an euch anzupassen. Und um abzuchecken, ob ihr dennoch wirklich gesund seid. Wie ich davon ausgehe, dass ich es bin, weil auf den Blutwerten, glaube ich, nicht so Leberwerte mit drin sind. Ich glaube auf jeden Fall, dass ich da als gesund eingeschätzt werde und dementsprechend die Operation machen werden darf. So wie bei der ersten OP auch. So, das wäre dann gesagt, Freunde. Ich wünsche euch allen ein schönes Jahr 2019. Ansonsten wünsche ich euch, wenn ihr dieses Video schaut, habt ihr wahrscheinlich gerade eine Operation gehabt oder habt eine Operation vor euch. Macht euch keine Gedanken. Im Endeffekt ist alles easy. Ihr kriegt das hin, so wie ich auch. Schaut mich an, ich bin hier ein ganz normaler jugendlicher Junge mit 18 Jahren in irgendeinem sehr dreckigen Zimmer. Aber das ist ja auch unwichtig, Freunde. Habt einen schönen Tag, Freunde. Ich wünsche euch was. Euer Samuel Lüft ist out of lifting, Freunde. Ciao.